Grüß Gott und Gude. Wir sind hier zusammen, um die Isar entlang zu fahren. Bis nach Lenggries, wenn alles klappt, zum Silbensteinspeicher, dort schlafen. Dann schauen wir weiter, was der Tag so bringt. Ich habe einen 30 Jahre alten Wanderrucksack, ein schickes Sportschüchchen, wunderschöner Federung. Hinten löst sich ein bisschen der Mantel auf, aber das reicht jetzt schon für die geplanten 160 Kilometer. Die Gangschaltung funktioniert nicht genauso wie die Bremsen, die sind auch nicht mehr ganz funktionstüchtig, aber ich habe hier noch eine Tachoaufhängung und hier für die Lichter noch ein paar Clips. Ich habe mein Fahrrad, das ist nicht ganz für diese Tour geeignet, es ist eher für den bergigeren Einsatz geeignet, deswegen glaube ich, dass wir mit ähnlich schlechten Karten spielen. Gut, abgestrickt. Genau, und jetzt fahren wir mal los. Ach, wir müssen hier rechts, glaube ich. Okay. Schnell! Richtig. Und wir schaffen das alle zusammen. Wir als deutsche Bürger und ich als Kanzler. Also hier vorne beginnen die Alpen. Eins weiter ist schon das Brauneck, ein sehr beliebter Flugberg in München. Auf der linken Seite hat man gerade sogar bis zum Tegernsee rüberschauen können, aber jetzt sind wir leider schon zu niedrig. Auf jeden Fall müssen wir heute noch dahinter, ganz da hinten auf die schneebedeckten Gipfel. Ja, die Sonne verschwindet leider gerade hinter Brauneck vorne. Wir haben es aber endlich nach Lenggries geschafft. Wir wollten eigentlich zum Silbensteinspeicher. Egal, wir haben jetzt hier schnell eingekauft und radeln jetzt noch ein Stück weiter die Isar entlang auf der Suche nach einem gescheiten Nachtquartier für heute Abend. Also, bisschen schwierig gerade noch. Da hinten sind nämlich Häuser und irgendwie müssen wir versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Und morgen geht es dann da dieses Tal entlang weiter, in diese Richtung. Da hoch geht es zum Silbensteinspeicher und dann wollen wir nach Westen hinweg weiter Richtung Walchensee. Wir haben jetzt einen neuen Schlafplatz gefunden und einen Platz fürs Feuer. Das machen wir da drüben. Da ist man wird man von der Straße nicht gesehen. Die Häuser stellen wir auch nicht. Wir können da hinter der Baumreihe schön schlafen. Unser Nachtlager aufstellen. Dafür müssen wir halt die Isar dicht werden. Da werden wir Fahrräder und Gepäck rübertragen müssen, Schuhe aus und durch. Aber kalt, aber dann ist sauber. Ja, weil das war jetzt echt eine wilde Nummer über den Bach drüber. Es ist voll kalt, arschkalt. Wir haben es einmal versucht, dann haben wir aber abgebrochen, weil es wirklich krank kalt war. Und danach haben die Füße eh gefroren, dann sind wir doch durch. Und jetzt haben wir den kompletten Platz für uns. Absolut geil. Rund um uns herum ist nichts mehr. Das größere Brummer. Dann angekommen, ja, wir essen gerade, hatten unser Feuer gemacht. Das Holz ist sehr trocken, es brennt sehr schön mit den Beinen. Es ist ein schöner Abend, es ist sternenklar. Also zum Bötchen und schön bitte. Bis morgen. Adieu. Guten Morgen. Wir haben nicht so gut geschlafen, unsere Schlafsäcke sind noch nicht so. Nicht so passend. Meiner ist eigentlich warm, aber irgendwie viel zu groß. Deswegen wird es auch nicht warm. Und seiner ist ein Sommerschlafsack oder ein
Meine Komforttemperatur vom Schlafsack liegt bei 8 Grad und es hatte heute ungefähr minus 5 oder so gefühlt. Und dazu kommt die ganze Zeit so ein Wind und es ist voll feucht. Wir dachten eigentlich, der Poncho hilft, aber hilft eher weniger. Butter muss schön zerlaufen sein und die Pfanne muss voll mit Butter sein, weil sonst schmeckt das Ei nicht. Schön aufgeschlagen. Jetzt heißt es rühren und am Ball bleiben. Genau wie hier auf unserem Channel. Bei uns in der Wildnis wird immer nur frisch gekocht und direkt verzehrt von unserem Steinteller. Und da kommt das Omelett. Sieht das nicht gut aus? Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Wo gibt's denn sowas? Bei uns. Scheiße Zwiebeln haben wir aber nicht reingemacht. Ja, dann erstmal einen Schluck Kaffee. Und jetzt gibt's noch lecker Zwiebeln. Oh, das riecht richtig gut. Zwiebeltopping auf den Teller. Wenn wir dann das Tamm gegessen haben, dann packen wir unser Zeug, weil es ist eh schon wieder 12. Und schauen, dass wir die Isar weiter verfolgen bis zum Silbensteinspeicher. You can't feel the heat until you hold your hand over the flame. You have to cross the line just to remember where it lays. You won't know. Wir sind jetzt am Silbensteinspeicher. Wir fahren gerade nach oben, dann nach oben. Und die Sonne brennt so. Und ich bin nackt, aber ich schaue gut aus dabei. Ja. Hinter dem Berg hier müssen wir nach rechts fahren. Hier vorne sieht man die Zugspitze und die Alpspitze, also das ganze Wettersteingebirge. Und wir sind gerade mitten im Isartal. Hier geht es die ganze Zeit mega steil bergauf. Und wieder mega steil runter. Die ganze Energie verheizen wir mit Bremsen. Walgau liegt hier links von uns. Wir müssen jetzt aber erstmal schauen, dass wir für heute Abend irgendwas zum Essen und zum Trinken finden. Weil ja heute Feiertag ist. Also. Super wichtig, wir haben zum Glück ein cooles Eiskaffee da drüben. Und die haben Pizza. Jetzt müssen wir schnell was spachteln und dann weiter zum Walchensee. Wir sind endlich auf der Zielgeraden zum Walchensee. Haben Walgau gerade hinter uns gelassen. Und es geht endlich nur noch bergab. Hinter uns ist Einsiedel, eine Riesenortschaft in den Bergen. Und jetzt gehen wir auf die Suche nach Jeremy und Hannah. Das ey. Ja, fahren wir mal rechts rein. Oh nein, 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 das sind sie nicht. Oder sind sie doch? Krasso, wir haben es geschafft. Also ich muss da jetzt ein Veto einlegen. Ich will jetzt nicht, dass Leute leider vor mir schlafen. Boah, das wäre richtig gut. Also hiermit überreichen wir offiziell den weltbesten Gouda an unsere Gastgeber, Hannah.
Viel Spaß damit. Wir können uns ja alle Lebenspartner sind. Alle Lebenspartner sind.